Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. Da war schon der Schuss im Hintergrund. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen die Häuser hier mal ein bisschen ausgeräumt. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir gerade mal ein bisschen anfangen, Schneiderei zu lesen. Ne? Also Schneiderei Band 1 zu lesen. Kochen haben wir fertig? Nee, haben wir noch nicht ganz fertig. Und ja, dass wir einfach uns ein bisschen was beibringen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass am Anfang wie immer noch das Fernsehprogramm läuft und das können wir uns jetzt zunutze machen. Deswegen hocken wir schon erwartungsvoll und warten auf das Fernsehprogramm. So, und so lange würde ich vielleicht sagen, spule ich die Zeit mal ein bisschen vor, dass wir hier nicht einfach ewig sitzen müssen und haben dann direkt mal eine Stufe Landwirtschaft gemacht. Richtig gut. Mega. Na gut, ich lese jetzt einfach mal weiter, weil raus sollten wir jetzt sowieso nicht mehr. Warte. Jetzt schon wieder. Ich war doch vorhin im Nebenhaus. Ich weiß halt auch nicht, ob das nur einer ist, ne? Lass mal von oben vielleicht auf die Straße schauen. Ich glaube, da sehen sie es nicht ganz so gut. Ich bin mir nicht sicher, also. Ich würde gerne hier runter schauen, aber ich glaube, das geht nicht. Hier steht einer. Komm, beweg dich mal. Ich will dich mal rennen sehen. Ich glaube, das geht nicht. Aber lass uns mal probieren. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht um, wenn da einer hier unten steht, einer rum. Einfach mal spaßeshalber. Hä? Die Tür hat doch gerade gewackelt, oder? Mach hier lieb. Hallo? Mach hier lieber zu. Okay, komisch. Weil drinnen dürfte keiner sein. Wir sind ja schon durchgelaufen. Hier ist einer. Schleichen wir gerade? Nee, jetzt schleichen wir. Aber beim Schleichen ist mal ein bisschen leiser dabei. Ich hätte da gerne Voice-Over. Hey, aber sie schlurfen auch wieder nur. Komisch. Oder ist vielleicht noch nicht spät genug, also noch nicht dunkel genug. Na gut, vielleicht muss ich nochmal in den Einstellungen gucken. Ich habe aber Gott sei Dank diese Mod, wo man die Sandbox-Einstellungen nochmal ändern kann. Vielleicht gucke ich da nochmal kurz rein nachher. Aber kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach noch ein bisschen zu früh ist, ne? Also ein bisschen zu hell. Vielleicht warten wir nochmal kurz, weil mich würde es schon interessieren, wie das so ist, ne? Also wahrscheinlich werde ich dann erstmal ein bisschen durch die Gegend brüllen oder so. Aber dann können wir jetzt vielleicht erstmal stattdessen mal hier noch unsere Chili-Reispfanne nochmal heiß machen. Und den Einstieltopf, den hole ich vielleicht da mal raus. So, kann ich mal anmachen zum Wiederaufwärmen. Der kommt wieder dahin zurück. Das Nudelholz wollten wir als Ersatz mitnehmen. So, dann ist es warm. Und dann können wir erstmal alles essen. Haben wir schon wieder richtig gut gegessen heute Abend. Wir haben übrigens ein schwaches Immunsystem. Ich habe die Kombi hier ein bisschen geändert. Wir haben jetzt ein schwaches Immunsystem, weil sonst hätte ich mir das gute Hörvermögen nicht leisten können. So. Gehe ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwo einen einzelnen finde. Aber ich glaube, es ist immer noch relativ dunkel, oder? Was natürlich geil ist, was man echt sagen muss, wenn die Zombies halt... Na komm. Komm her. Komm. Sag ich, okay. Bin ich doch kurz erschreckt, weil ich dachte, es ist immer noch, noch hell. Aber gut, dann sollten wir uns 20 Uhr vielleicht das Time Limit merken. Das ist schon mal gut zu wissen. Und dann gehe ich jetzt vielleicht doch lieber wieder zurück. Also bei Sprinter muss man wirklich hoffen, dass nicht mehrere auf einmal kommen.
So, okay, dann gehe ich lieber wieder nach Hause. Den möchte ich nicht unbedingt zu viel über den Weg laufen. Und, oh Gott, wir können doch nicht schlafen, ne? Aber dann lesen wir erstmal ein bisschen. Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. So, erstmal ins Bett legen. Kann ich hier liegen? Warte mal. Liegen, so. Und dann lesen wir mal ein bisschen. Guck mal wieder, dass es vielleicht so, ja, vielleicht wieder halb eins oder sowas ist. Dann schlafen wir da bis um acht, halb neun, ne? Dann ist draußen auch wieder sicher. Und dann können wir dann ja mal rübergehen in dieses Gebäude nebenan, also in dieses Einzelhandelsgebäude. Mal gucken, was wir verkaufen oder verkauft haben. Wir kriegen es natürlich kostenlos, weil wir sind schon bekannt in der Stadt, ne? Deswegen kriegen wir solche Sachen dann immer kostenlos. Aber gut, Buch ist fertig. Ich schlafe jetzt einfach mal, ansonsten müssen wir halt morgen früh nochmal ein ganz kleines bisschen im Haus warten. Ich hätte vielleicht den Fernseher ausmachen sollen. So. 6.40 Uhr. Ich vermute, dass sie so um 7 Uhr etwa wieder inaktiv werden. Ah, Mist, wir hätten früher schon... Oh, jetzt haben wir natürlich die erste Folge von Dings verpasst, von Life and Living. Da habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Okay, was frühstücken wir denn? Ich würde sagen, wir machen uns einen Eintopf. Wir haben nicht genug Sachen für einen richtigen Eintopf. Na, sonst braten wir uns vielleicht so ein... Nicht mehrere, so ein Kotelett. Mit ein paar Karotten. Das liegt doch nach einem guten... Frühstück, mal wieder. So, okay. Dann muss ich einmal kurz das Kotelett erstmal auftauen. So, ich spule mal ganz kurz wieder vor. Dass es nicht ganz so langweilig ist, dazu zu schauen. So, Bratpfanne. Wir machen ein Pfannengericht mit dem Schweinekotelett. Und nochmal dem Schweinekotelett. Und... da noch ein paar Karotten. Das Salz würde ich jetzt mal nicht dazu machen. Einfach deswegen, weil das brauchen wir halt für Brot. Aber vielleicht die Erdnussbutter. Das ist ein bisschen eklig, aber vielleicht stellen wir uns einfach vor, das wäre Erdnusssoße. Ne? Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher verträglich. So, also das packen wir dann da rein. Und dann währenddessen lesen wir einfach mal. Oh, ich fange mal mit dem Jägermagazin. Dauert eh noch ein bisschen, dann lesen wir vielleicht direkt noch ein zweites Magazin. Nehmen wir mal hier Kräutersammler. So. Einfach mal irgendeins. Und reicht sogar noch für ein drittes. Machen wir Elektronik noch. Elektronik habe ich noch nie so richtig gelernt in dem Spiel, muss ich echt sagen. Also weder. Also. Ich weiß auch nicht, weder, dass der Charakter geskillt war, was Elektronik angeht, noch, dass ich halt irgendwie wusste, was man damit alles machen kann. Eigentlich ganz, ja, eigentlich ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt. Aber gut. So, dann essen wir mal ganz kurz. Bringen die Bratpfanne wieder zurück und dann können wir nämlich mal rübergehen in diesen Einzelhandelsbereich da. Das ist nicht der richtige Dings gewesen. Hier rein. So. Na. Und dann gucken wir mal, was da drüben gibt. Ich hoffe, wobei 8 Uhr dürfte schon safe sein, oder? Ich glaube, 8 Uhr ist schon okay. So, ich riskiere es mal und kletter hier rüber. Oh, guck mal. Wir haben die ganze Zeit erstmal nach einem Nahrungsgrundstock gesucht. Hätten wir direkt hierher kommen können. Ah, ne, warte. Ah, noch geiler. Was haben wir hier denn so alles? Also eine Säge brauchen wir auf jeden Fall mal. Ich glaube, die Sägen gehen auch gar nicht kaputt. Oh, ein Metallrohr. Vielleicht können wir das hier mal ihr an den Rücken anbringen, als dieses komische Nudelholz. So, das packe ich mal hier rein dann. Ein Lötkolben und so. Das ist geil. So ein Werkzeugladen direkt vor der Tür. So. Eine Spaltaxt.
Na gut, Holzfällen werden wir hier nicht ganz so viel. Werden unser Holz. Wobei, komm, eine Axt nehmen wir mit. Die Nägel und sowas natürlich auch. Wir werden unser Holz hauptsächlich aus den Nebenhäusern beziehen, aus den Möbeln der Nebenhäuser. So, hier haben wir nix. Haben wir hier noch. Oh, guck mal. Ich glaube nicht, dass wir den Louisville besonders brauchen werden, die Samen. Aber nichtsdestotrotz nehme ich welche mit. Hier haben wir nochmal Nägel. Schraubenzieher haben wir, glaube ich, schon, ne? Säge haben wir. Vielleicht so eine Kelle noch zum Graben. So, und natürlich eine ganze Menge Samen. Die nehmen wir auch alle mal mit. Kartoffeln. Ja, perfekt. Dann sind wir hier schon mal sehr gut ausgerüstet. Und das Gute ist, die Sachen gehen... Oh, meine Lieblingswaffe. Hier, auf dem Rücken. Dann kommt das Metallrohr da wieder rein, weil die brauchen wir dann nicht unbedingt. Die Metallrohr vor allem. Das Metallrohr. Sorry, ist schon ein bisschen spät heute. Das kommt mit und ein bisschen Klebeband. Das Gute ist, auch wenn wir hier nicht alles mitnehmen können, wir wissen ja, dass hier drüben dann eben wir jederzeit hin können, um halt irgendwelche coolen Werkzeugsachen zu holen. Die wollte ich eigentlich da reinpacken. Und können ja jederzeit wieder zurückkommen. Ne? So, was haben wir hier? Ja, gut. Putzmittelsachen halt. Ah, und noch eine... Die ist ja fast kaputt. Komm, eine Reservebrechstange. Die ist fast kaputt, aber wird schon schief gehen. So. Dann schauen wir mal weiter. Kann man das hier eigentlich... Ich weiß nicht, ob man das mitnehmen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich meine, was will man damit? So. Na... Ist gerade tags, ne? Das ist dann nicht so cool. Sind die dann eigentlich, wenn man jetzt quasi... Also wir haben jetzt gerade die Dinge als Sprinter eingestellt, die Zombies. Sind die dann, wenn man sie jetzt als schnelle Schlurfer einstellt, also so wie sie jetzt quasi die ganze Zeit laufen, sind die dann noch langsamer tagsüber? Oder wird es dann... Oder, weil ansonsten jetzt hier kaum Einfluss, oder? Müssen wir mal ausprobieren. Hier haben wir... Oh, guck mal, hier gibt es vielleicht noch ein bisschen Pizza oder sowas. Ein bisschen Pasta. Und da wir uns ja gerade relativ stressfrei bewegen können, ausnahmsweise mal. Aber die hören und sehen einen tagsüber dann auch deutlich schlechter, habe ich das Gefühl. Hallo? Oh, Pizza, Pizza. Wobei, die sind jetzt wieder ganz langsam. Weil die draußen waren ja jetzt relativ schnell, ne? Also, was heißt schnell, aber halt so diese ganz normalen, schnellen Schlurfer halt. Wie man sie sonst auch kennt. So, jetzt esse ich erstmal so ein Stück Pizza. Ich habe wahrscheinlich auch relativ viele Kalorien. Das ist ganz gut, dass wir kein Gewicht verlieren. Und dann nehme ich die restlichen Stücke Pizza nämlich mit. Einfach so, blanko packe ich die jetzt in den Rucksack, ne? Passiert nichts. Weil dann können wir die nämlich schön einfrieren. Dann immer so stückleweise mal essen. So, da hat sich jemand auf dem Klo eingesperrt zum Sterben. Auch nicht schlecht. Ja, Geld brauchen wir nicht unbedingt. Die Zeiten sind vorbei. Und hier liegen... Oh, können wir ganze Pizzen zusammenstellen. Richtig gut. Das Stück Pizza hätte ich gerne. Ich glaube, hier komme ich nicht dran, ne? Ne, leider nicht. Hier auch nicht. Aber hier. Oh, jetzt ist die voll. Ja, dann essen wir es halt. Ne? Nichts verkommen lassen. So. Ja, das hat mich jetzt nicht so erschreckt. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Na, schön im Bad bleiben, dann müssen wir draußen nicht putzen. Ne? Hier hast du Fliesen. Die sind einfacher zu putzen. Dann gucken wir mal hier hinten, was es da noch so gibt. Nochmal ein Stück Pizza. Nicht die Hälfte. Wer isst denn ein halbes Stück Pizza?
Also ich meine, eine halbe Pizza muss man mindestens essen. Ja gut, jetzt können wir nicht mehr. Was ist das denn? Ach, eine Kellnerschürze. Okay. Die brauchen wir nicht unbedingt. Im Ofen wurde nichts mehr gelassen. Hier haben wir gleich mal Mehl. Das kommt noch mit. Auch wenn es eine ganze Menge wiegt. Vielleicht müssen wir nochmal wiederkommen. Sowas wie Mehl und sowas geht hier ja nicht kaputt. Das heißt, die nicht kaputtbaren Sachen quasi können wir eigentlich liegen lassen. Und bei Zeiten nochmal holen. Aber du musst jetzt erstmal zurück, dass ich die Sachen wieder ausladen kann. Ja, cool. Aber und vor allem um 12 Uhr läuft wieder Life and Living. Ja, dann jetzt aber schnell. Ne? Meine Lieblingsserie, die bald abgeschaltet wird, hier Wood Life. Nee, Woodcraft. Natürlich Woodcraft. Ne? Wenigstens noch die letzten Folgen gucken, bevor sie dann final abgesetzt wird, weil das Ende der Welt gekommen ist. So, einmal rüber. Und dann. Sprinten wir da einmal kurz hin. Ich muss nur die Uhrzeit im Auge behalten, während ich einsortiere. Also, der Mehl, der, das Mehl, sag mal, ich kann heute nicht mehr reden. Ich glaube, ich muss danach erstmal eine Aufnahmepause machen. So, die Pizza kommt mal hier rein. Die friere ich mal ein. Was ist denn mit der Maus los? Ah, jetzt geht's wieder. Gerade irgendwie ein bisschen langsam gerade. So, irgendwas Frisches haben wir nicht. Dann würde ich mich, beziehungsweise, nee, dann kann ich hier erstmal noch ein bisschen einsortieren. Hier haben wir noch Magazine. So. Was ist denn? So. Irgendwie ist mit der Maus gerade komisch. Naja. Magazine kommen wir hier rein. Und die Axt und Brechstange und so, das sind ja eigentlich Waffen. Ich würde die erstmal hier reinmachen, ne? Wir müssen sowieso dann irgendwann nochmal ein bisschen umsortieren. Aber so lange würde ich jetzt einfach mal hier reinmachen. Und die anderen Sachen hier, die Brokkoli-Päckchen und sowas, also die Samenpäckchen und sowas, die packe ich jetzt mal hier oben hin, wo auch die Werkzeuge reinkommen. Zusammen mit den Werkzeugen. So. Und dem hier. Was ist mit meiner Maus los? Komisch. Weiß auch nicht. Irgendwie komisch gerade. Also, hier, wir sehen Woodcraft, ihr One-Stop-Shop für Heimwerker. Na, dann gucken wir mal Woodcraft. Da können wir ein bisschen vorspulen für. Das bringt es halt schon, ne? Also, wir haben jetzt, glaube ich, schon. Tischlerei schon fast 2 Stufen, Landwirtschaft haben wir 1 Stufe bekommen und so. Also da muss man am Anfang echt drauf Acht geben, dass man die Sachen guckt. So, das Klebeband bringe ich noch hoch. So. Das war super. Toll, die Säge. Sag mal. Also ich würde doch meinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen ist heute irgendwie. Die Säge kommt da auch rein. Dann bringen wir das Nudelholz mal noch runter. Oder die 2 Nudelhölzer. So, die kommen hier rein. Und dann haben wir alles drin, oder? Hier haben wir nichts mehr mitgenommen. Hier haben wir noch eine Wasserflasche. Die können wir eigentlich mal auffüllen zwischendrin kurz. Erstmal trinken natürlich und dann die Wasserflasche befüllen. Und dann würde ich mich jetzt mal noch einem Buch widmen, so zum Folgenende hin. Was lesen wir denn? Na, machen wir kochen noch fertig. Dann hocken wir uns mal da hin. Ne, da können wir uns schön an die Wand lehnen ein bisschen. Ja. Und nehmen uns einfach mal das Buch zur Hand. Ja, spannend auf jeden Fall. Also jetzt haben wir auch mal gesehen, wie so ein Zombie sprintet. Ne? Ich habe mir überlegt, es gibt noch so eine Mod, die quasi die Klickergeräusche von The Last of Us noch den Zombies einpflanzen. Also dass die halt nicht klingen wie die Zombies von Project Zomboid, sondern wie die Klicker von The Last of Us. Wäre vielleicht noch eine ganz coole Ergänzung. Muss mal gucken. Ne? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Jedenfalls
würde ich an der Stelle sagen, bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Heute mal eine normal lange Folge. Ich hoffe, das ist okay. Die letzten Folgen sind immer ein bisschen länger gewesen. Also irgendwie habe ich mir das mal ein bisschen abgewöhnt, die ganze Zeit mich strikt an die 20 Minuten zu halten. Jedenfalls, diesmal mache ich das. Wie ihr hört, kann ich schon irgendwie kaum mehr reden. Also das, die Mail und das, was auch immer. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ne? Schön, dass ihr dabei seid. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.